Und jetzt kommt der zweite Part von Also muss ich den Ball noch ablassen, mal gucken, ob das funktioniert. Wir schauen kurz in die Steuerung. So. Jetzt können wir auch fortsetzen. Und ich hoffe, das hat abgespeichert beim letzten Punkt. So, wo sind wir dann jetzt? Ach so, da sind wir. Der Sinn einer Blume ist einfach und unerschütterlich. Der Sinn des Menschen unstet. Er ist Sklave seiner Erinnerung. Erinnerungen wollen sorgsam verwaltet sein, Alice. Unproduktive gehören ausgelöscht. Unproduktive gehören ausgelöscht. Ja, ich weiß. Schnitzel, Schnitzel, yeah. Das ist also schön. So, wo muss ich jetzt hin? Hahaha, doch noch geschafft, Hoa. Okay, ich habe Schlimmes erwartet. Hässlich. Ach, du bist es, Alice. Tritt näher. Warum sollte ich? Ihr wollt mich verspeisen. Nun, du hast mir Manieren beigebracht. Ich habe keinen Appetit mehr auf verrückte Frauen. Ich bin jetzt auf strenger Schweinediät. Mit Speck schmeckt alles besser, findest du nicht? Natürlich findest du das. Also, es gibt da ein paar Schnauzen. Ich habe sie hinter dem Haus gehört. Geh und hol sie mir. Achte auf die Quellgeister, die den Weg versperren. Pfeffer ihnen was, wenn sie dich bedrängen. Sie brauchen Würze und du bist die Speise. Diejenige, die sie ihnen verleiht. Diese Mühle sollte dir gute Dienste leisten. Warum würzt ihr eure Schwarten nicht selbst? Eine Frage der Priorität. Meine Alabasterhaut muss vor den widerlichen Kreaturen geschützt werden, die in der Gegend wüten. Aber dann kommt der Hunger. Sieht's aus wie Schau, du musst doch nur auf das Grunzen horchen und dann die Schnauze abschießen. Soll nicht zu deinem Nachteil sein. Zu meinem sowieso nicht. Habe ich das echt nötig? Thank you.
Besten Dank für die Schnauze. Und jetzt geh. Okay, was ist das jetzt schon wieder? Na, so geht das hier. Ich zerschlage Schrauben und irgendwelche Viecher aus. Oh, ich habe 171 Zähne. Wozu brauche ich die verdammt nochmal? Momentan überhaupt nicht. Suppe aufessen, Mädchen. Denkt an die Kälbchen, die dafür gestorben sind. Kann ich das vielleicht so ballern? Naja, schade, nein.
cool gemacht. Ey, da sieht's aber schön aus. Da sah es doch schön aus, wie siehst du? Oh. Sterben. Na, da hab ich besser aus dem Zimmer. Per Eisenbahn quer durchs Wunderland klingt reizvoll, aber auch ineffizient. Eher nach Schneckenexpress als nach Dampfross. Wäre besser, diesen Zug zu vergessen. Ein Schildkrötensuppericht als Lokführer? Oh nein, das passt nicht. Ja, leck mich fett, das interessiert mich echt.
Waffe auf, aus den Zähnen. Der Hutmacher verabscheut mechanische Fehlfunktionen. Dieses Desaster ist entweder sein Werk oder sein Untergang. Nach dem Kampf mit diesen dämlichen Freaks endet der Part, glaube ich, auch. Ich hatte voll Probleme mit, weil irgendwie kann ich das nicht rennen und das bedeutet, ich kann es nicht auf YouTube schreiben. Ich muss das noch mal gucken, vielleicht dann irgendwann auch ein paar Mal überlegen. Hey, wieso ich den vielleicht auch nicht? Ich will ihn unbedingt noch fertig machen. Boah. Let's do this, Mad Hatter. Obwohl, besser ist, wenn wir im nächsten Part weitermachen und damit endet er auch hier schon. Mit diesem schönen Mädchen. Ja, dann bis zum nächsten Part. Besucht FreeKale LPs, The Black Arzak, Pocket Fan Sven und The Cornell LP und... Bis dann.